In diesem kurzen Video erfährst du 10 plus 1 geniale Plugins, die es richtig in sich haben und die du unbedingt kennen musst. Mein Name ist Frederik Vogt. Hier auf WP Erfolg erfährst du, wie du bessere Websites, viele Besucher, mehr WordPress-Erfolg hast, ohne dass du selbst programmieren musst. Wie gesagt, ich zeige dir jetzt 10 plus 1 geniale Plugins, dank denen du eine schnellere Website mit mehr Besuchern haben wirst, die deine Website viel sicherer machen, dank denen du wahrscheinlich auch viel mehr Umsatz machen wirst. Und vieles, vieles mehr. Also wenn du Bock hast, diese 10 plus 1 Plugins zu erfahren, wieso außerdem 10 plus 1? Das letzte ist mein Lieblingsplugin. Ja. Auch das werde ich dir verraten, ganz am Schluss. Also wenn du da Bock drauf hast, sehen wir beide uns direkt nach dem Intro. Los geht's! Sehr cool, dass du dran geblieben bist. Das freut mich riesig. Dann weiß ich immer, hey, es gibt Leute, die das interessiert. Und das finde ich mega cool. Bevor wir jetzt gleich anfangen, fände ich es cool, wenn du dem Video einen kräftigen Daumen nach oben gibst, wenn du es toll findest, dass ich das jetzt mit dir hier teile, diese 11 Plugins. Und wenn du bessere Websites, viele Besucher, mehr WordPress-Erfolg haben willst, ohne dass du programmierst, aber wirklich bitte nur dann, abonniere diesen YouTube-Kanal, indem du auf den roten Abonnieren-Button unterhalb des Videos klickst. Ich würde sagen, wir reden gar nicht weiter drumherum, oder? Hast du ja auch keinen Bock drauf. Ich bin heute außerdem im Pullover, nicht im Hemd, wie sonst immer. Ja, hier WP Erfolg. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Also, wir fangen an mit Plugin Nummer 1, das hat es richtig in sich. Wenn du eine schnelle Website willst, dann hol dieses Plugin. Unbedingt, benutze ich eigentlich auf jeder Website von mir. Wie heißt es jetzt? Ja, wie heißt es jetzt? Ganz einfach, WP Fastest Cache. Das ist ein Caching-Plugin, ja, mit dem du eine Website enorm schnell machen kannst. Ich werde dir auch alle Plugins unterhalb des Videos verlinken, ne? Da kannst du es gleich holen, ist kostenlos, das Teil. Wenn du es installiert hast, findest du hier diesen Jaguar oder Leopard. Ja, ich weiß nicht, was es genau ist. Was ist das schnellste Tier der Welt? Jaguar, Leopard? Ich glaube, es ist der... Nee, Gepard ist es. Der Gepard, ne? Gell? Auf jeden Fall findest du hier dieses Symbol, WP Fastest Cache. Und da kannst du jetzt einige Einstellungen vornehmen. Wenn du jetzt erstmal hier draufklickst, wird das Cache-System enabled, sag ich mal, eingeschalten. Ja, das machst du mal auf jeden Fall. Im Endeffekt, wir können jetzt hier überall mal einen Haken reinmachen. Und dadurch wird deine Website, wie gesagt, viel, viel schneller. Also das ist ein Caching-Plugin. Was heißt das? Was macht das? Im Endeffekt, sobald ein Nutzer deine Seite besucht, wird ja eben deine gesamte Website geladen. Und dieses Caching-Plugin macht jetzt Folgendes. Sobald deine Website einmal geladen wurde, speichert dieses Caching-Plugin, ja, so eine zwischengespeicherte Version deiner Website. Wenn jetzt jemand Neues auf deine Website kommt, muss die nicht mehr die ganze komplette Seite neu geladen werden, sondern das Caching-Plugin kann ganz einfach diese zwischengespeicherte Version dem neuen Nutzer ja direkt zur Verfügung stellen. Ganz, ganz tolle Sache. Dadurch wird deine Website eben viel, viel schneller. Und ja, genau, ne? Dann machen wir jetzt hier das rein. Du kannst auch hier die deutsche Variante einstellen. Klickst du auf Submit. Geiles Teil. Lohnt sich auf jeden Fall. Ganz ehrlich, schon alleine deshalb, wenn du nur diese eine Sache umsetzt, wenn du dieses Plugin verwendest, hat sich dieses Video gelohnt, weil du eine viel schnellere Website dadurch haben wirst. Das kannst du auch testen mit irgendwie PageSpeed Insights oder einem anderen Tool, mit dem du deine Website-Geschwindigkeit testen kannst. Ganz wichtig, wenn du dieses Plugin aktiviert hast, immer wenn du eine neue Seite erstellst, einen neuen Beitrag erstellst oder sonst irgendeine Änderung an deiner Website vornimmst, dann leere hier unbedingt den Cache deiner Website, weil sonst wird diese Änderung nicht angezeigt. Dich vielleicht schon, aber für andere Besucher nicht, ja? Genau, also WP Fastest Cache war die Nummer 1, war, denke ich, schon mal ein guter Start. Für alle, die es nicht kennen, ja, ist auch schon sehr bekannt, muss man sagen. Jetzt TinyMCE Advanced ist das zweite Plugin. Was macht das? Wir haben es jetzt schon aktiviert. Und zwar weißt du ja sicherlich, wenn du Beiträge bearbeitest, ja, dann sind normalerweise nicht so viele Funktionen hier auf dieser, ja, in dieser Leiste wie jetzt momentan. Ja? Wieso haben wir jetzt hier mehr Funktionen, als normalerweise du da bei deinem, ja, ich sag mal, bei deinem WordPress-Editor hast, ganz einfach wegen diesem Plugin TinyMCE Advanced. Dadurch bekommt eben dein WordPress-Editor hier viele neue Funktionen, wie hier Datei, Bearbeiten, Einfügen, Ansicht, Format, Tabelle. Ja, du kannst Tabellen zum Beispiel einfügen mit diesem Plugin. Die Schriftarten kannst du aber auch ändern, die Schriftgrößen, was ja sonst im Normalfall sehr umständlich ist mit WordPress, geht dank diesem Plugin ganz, ganz simpel. Ja, das ist ja außerdem eine Test-Website, deshalb hier sind hier die Texte so komisch. Und kann ich nur empfehlen, benutze ich eigentlich auch fast immer, weil das einem sehr viel Zeit spart, dieses Plugin. TinyMCE Advanced kann ich dir also nur ans Herz legen, wenn du hier mehr Optionen bei deinem, ja, wo haben wir es denn? Genau, in deinem Editor haben willst, bei deinen Beiträgen und bei deinen Seiten im Editor.
Ja, wie gesagt, ich freue mich schon, dir das letzte Plugin zu zeigen. Ja, das geht richtig ab. Nichtsdestotrotz, die Plugins davor, die haben es auch in sich. Außerdem der Großteil der Plugins sind aus dem kostenlos, die ich hier zeige. Genauso wie Google Analytics Dashboard for WP. Tolles Teil, dieses Plugin. Wo finden wir denn das? Das finden wir genau hier ganz unten. Google Analytics Dashboard for WP. Einer der bekanntesten Plugins für Google Analytics. Damit kannst du ganz einfach deine Website mit Google Analytics verknüpfen, sodass deine Website viel genauer, ich sag mal, analysiert wird, beziehungsweise ja, ne, durch Google Analytics kannst du eben deine Website analysieren und schauen, hey, was für Besucher treiben sich auf deiner Website rum, was für Seiten klicken die an, wenn sie Seite A angeklickt haben, was ist die nächste Seite, die sie anklicken, kannst du ganz tief reingehen in die Einstellungen. Und mit diesem Plugin kannst du eben ganz einfach deine Website mit Google Analytics verbinden. Die werden dann auch im Dashboard immer angezeigt, das ist eine ganz coole Sache. Ja, hier, ne, nachdem wir das Plugin autorisiert eben haben, da gibt es auch ein Tutorial auf diesem Kanal, werde ich dir wahrscheinlich hier irgendwo verlinken, ne? Dann werden dir hier auch immer die Besucherzahlen angezeigt, wie viel du denn am Tag hast bei, ja, bei deiner Website. Also tolles Teil, Google Analytics Dashboard for WP. So, nächste Sache, ey, das, Leute, das hat so in sich, dieses Plugin. Das ist eins von zwei Plugins, die du nicht kostenlos bekommst, aber wo sich der Betrag, ey, ganz ehrlich, sowas von mega lohnt. Dieses Plugin, Thrive Leads, ganz ehrlich, das benutzt fast jeder Online-Marketer, den ich kenne. Mit diesem Plugin kannst du mega einfach, mega cool E-Mail-Adressen einsammeln. Ja, hier werden dir auch die ganzen Möglichkeiten angezeigt. Ja, ganz typisch Pop-Up, Sticky Ribbon, das so oben was erscheint oder unten, wo die Leute ihre E-Mail-Adresse eintragen können. Mitten im Text ist möglich. Two-Step-Opt-In-Form, also dass die Nutzer als erst auf den Button klicken, dann das Pop-Up erscheint. Slide-In, dass von der Seite so ein E-Mail-Eintragefeld kommt, als Widget, als Screen-Filler-Overlay, also das über den ganzen Bildschirm, ich sag mal so ein Pop-Up, sag ich mal, im Endeffekt erscheint. Content-Block, dass erst die Nutzer weiterlesen können, wenn sie ihre E-Mail-Adresse eintragen. Scroll-Mat, dass von oben sowas runterkommt, wo die Leute ihre E-Mail-Adresse eintragen, wenn sie das erste Mal deine Seite besuchen. Multiple-Choice-Forms, du siehst Thrive-Leads, wenn du E-Mail-Adressen einsammeln willst, kenne ich persönlich nichts Besseres als Thrive Leads, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Freunde, Thrive Leads, das kann ich nur jedem empfehlen. Wie gesagt, habe ich auch mal verlinkt. Unbedingt mal reinschauen, ob das was für dich ist oder nicht. Also wie gesagt, es gibt eigentlich nichts Besseres, um E-Mail-Adressen einzusammeln. Ich kann es dir mal kurz zeigen. Dann gehen wir zu Thrive Dashboard. Thrive Leads habe ich schon mal direkt hier installiert, damit ich es dir gleich zeigen kann. Lead Groups, da erstellen wir zum Beispiel eine neue Lead-Gruppe. Ich gebe mir halt hier mal Test ein. Wählen jetzt aus, du musst das jetzt nicht nachvollziehen können. Ich möchte einfach nur zeigen, was du damit Cooles machen kannst. Ja, weil das wäre vielleicht ein bisschen zu kompliziert ist gleich am Anfang, wenn du noch nie was davon gehört hast. Also, genau, da erstellen wir jetzt mal kurz eine Sache, wo die Leute ihre E-Mail-Adresse einsammeln, wo du die E-Mail-Adresse von Menschen einsammeln kannst. Und zwar machen wir jetzt einen sogenannten Scroll-Mat. Das scrollt dann gleich sowas von oben herunter, wenn jemand Neues auf unsere Seite geht. Ich wähle jetzt hier einfach mal ein zufälliges Template. Ja, und jetzt gehe ich hier wieder zurück. Jetzt muss ich nur das Ganze aktivieren hier in Thrive Leads hier on. Können wir auch mal ein Tutorial auf diesem Kanal machen, wenn dich das interessiert. Einfach in die Kommentare schreiben. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Wir gehen jetzt hier auf die Seite. Ah, wir haben glaube ich den... Ah, doch, funktioniert alles. Genau, du siehst, wir gehen jetzt also auf die Seite und da ist jetzt gerade genau das hier von oben nach unten gescrollt. Und da hätte jetzt der Nutzer die Möglichkeit, hier einen Artikel zu lesen. Ja, oder wir können auch einstellen, dass hier die E-Mail-Adresse eintragen soll. Genau, wenn er da keinen Bock drauf hat, klickt er einfach auf den Pfeil und landet dann auf der Seite. Thrive Leads, absolut genial, kann ich nur empfehlen. So, nächstes Plugin, das ich dir zeige, heißt Redirection. Damit kannst du Weiterleitung erstellen. Wofür ist das Ganze denn gut? Gut, wenn du zum Beispiel Links hast, die nicht mehr funktionieren auf deiner Seite, kannst du da ganz einfach eine Weiterleitung einrichten, ja, sodass die Links dann eben wieder funktionieren, sag ich mal. Und du hast Affiliate-Links und willst diese verschleiern, ne? Dann kannst du diese eben ganz einfach mit dem Redirection-Plugin, wie gesagt, verschleiern. Und ja, wenn du das Plugin installiert hast, findest du unter Werkzeuge dann den Punkt Redirection. Da kannst du so eine Weiterleitung einrichten. Angenommen, wir wollen hier einen Rasenmäher bewerben. Wir haben zum Beispiel eine Rasenmäher-Nischenseite. Ja, das ist natürlich die Nische mit am wenigsten Konkurrenz, nicht. Dann können wir hier irgendwie eingeben, AMZ Rasenmäher, ja, nicht mit R, ja, Mäher, sondern mit AE. Dann können wir ganz einfach diese Weiterleitung erstellen. Das heißt jetzt, na, wenn jetzt jemand hier
auf den Link oder wenn wir den Link irgendwo teilen würden, tutorial.frederik-vogt.de/amz-rasenmäher. Und ja, das, was wir hier jetzt gerade eingegeben haben, diesen Link hier, und das wäre jetzt ein Affiliate-Link angenommen, ja, was er jetzt gerade nicht ist, aber wenn es halt einer wäre. Genau, und wenn da jetzt eben jemand draufklickt, dann landet er eben hier bei diesem Rasenmäher, ne? Wenn ihr eben hier unseren Link eingibt, unter unserer URL, weil er dann eben dank diesem Weiterleitungs-Plugin weitergeleitet wird. Ja, so, tolles Teil, ja, kann ich nur empfehlen. Dann Ultimate No Follow, damit kannst du ganz einfach No Follow Links erstellen. Also das heißt, ne, wenn du nicht weißt, was DoFollow, NoFollow ist, findest du ein Video hier, vielleicht auch irgendwo verlinkt, wenn ich es nicht vergesse. Genauso wie zu dem Redirection-Plugin gab es außerdem auch schon mal ein Tutorial. Wir nehmen hier mal den Beispielbeitrag Pizza selber machen zum Beispiel. Und wenn wir dieses Plugin installiert haben, dann können wir hier unter Link einfügen, ne? Natürlich einen Link einfügen, ne? Wie es schon immer geht, schon immer möglich war. Und wenn wir dann auf diesen Stift klicken und dann auf dieses Zahnrad, dann haben wir jetzt hier, früher hatten wir nur die Option Link in einem neuen Tab öffnen, ja. Und jetzt dank diesem, wo hatten wir es denn hier, Ultimate NoFollow Plugin, hast du die Möglichkeit, einfach über dieses Plugin direkt hier einen Haken zu setzen, sodass der Link automatisch auf NoFollow gesetzt wird, ja. DoFollow, NoFollow muss man unbedingt kennen, wie gesagt, gibt es auch auf diesem Kanal hier ein Video. So, perfekt, also Ultimate NoFollow, tolles Teil, ja. Updraft Plus, auch hierzu gibt es bereits ein Tutorial-Video auf diesem YouTube-Kanal. Dieses Plugin hat es wieder mal mega in sich, wie ich es bei fast jedem Plugin sage. Aber das meine ich nicht umsonst, weil, ja, ich sag mal, es stimmt halt auch einfach. Updraft Plus, ja, verlassen wir das Ganze jetzt hier mal, speichern wir nicht. Damit kannst du ganz einfach eine Sicherungsdatei erstellen. Also das heißt, du kannst ein Backup machen. Denn es kann ja vorkommen, dass deine Website mal kaputt geht, aus was für Gründen auch immer. Gibt es ja leider viele. Auch wenn es nicht ganz so oft passiert, dass eine Website kaputt geht, aber kann halt vorkommen. Und mit diesem Plugin kannst du ganz einfach manuell ein Backup machen, indem du, ne, hier Einstellungen, Updraft Plus, da drauf gehst, nachdem du das Plugin installiert hast natürlich. Und dann auf Jetzt sichern klickst. Kannst dir auswählen, was du alles sichern willst. Und dann wird hier eine Sicherungsdatei erstellt, die wir dann, nachdem sie eben erstellt wurde, wir ganz einfach herunterladen können. Und sollte jetzt, aus welchem Grund auch immer, diese Seite kaputt gehen, dann können wir hier über den Wiederherstellen-Button die Datei, eine alte Version, eben die zuletzt gespeicherte Version, wiederherstellen. Ich persönlich würde immer noch empfehlen, noch manuell ein Backup zu machen. Wie das funktioniert, erfährst zum Beispiel im Kurs WP-Formel, also solltest du da Mitglied sein, einfach mal dich umschauen, da wirst du so ein Video finden, wie man ein manuelles Backup machen kann. Also wenn deine Website futsch ist und man nicht mehr auf dieses Plugin hinzugreifen könnte, wäre blöd, weil dann könntest du hier deine Seite nicht mehr herstellen. Ja? Genau. Nichtsdestotrotz, tolles Teil. Ja, im Normalfall kann man da auch immer wieder drauf zugreifen, sollte mal der schlimme Fall eintreten. Genau. Also, mega cool. Ja, 5 von 5 Sterne kriegt das von mir. Du siehst, hat sie auch in WordPress, also von den Nutzerbewertungen. Yoast SEO. Wenn du viele Besucher willst auf deiner Seite, ganz kurz, ich muss kurz was schauen, ja, so. Wenn du viele Besucher willst auf deiner Seite, ist dieses Plugin Pflicht. Ja, das benutzt fast jeder, sag ich mal, oder sehr viele Leute. Das hat auch, keine Ahnung, über ein paar Millionen Installationen, auf jeden Fall über 1 Million. Und Yoast SEO ist ein Suchmaschinenoptimierungs-Plugin, mit dem du sehr, sehr viele Einstellungen haben Einstellungen, ja, festlegen kannst. Genau, also dieses Teil, das geht so ab. Ja, also da gibt es auch ein Tutorial auf diesem Kanal hier irgendwo. Wie gesagt, wenn du im SEO-Kurs bei uns drin bist, da habe ich das ganze Plugin auseinandergenommen. Ich glaube, 3/4 Stunde oder Stunde geht das Video, wo ich hier alle Einstellungen zeige bei Yoast SEO. Manche Einstellungen sind so ein bisschen veraltet, muss man sagen, bei diesem Plugin. Nichtsdestotrotz, die meisten sind einfach noch richtig cool und mega hilfreich. Ja, du hast zum Beispiel auch hier die Möglichkeit, dann eben, wenn du es nicht kennen solltest, dieses Plugin, hier unten, ja, einzustellen, hey, wie soll denn nachher der Artikel in der Suche angezeigt werden? Der wird auch gezeigt, was für Probleme du hast bei deiner Suchmaschinenoptimierung, was du anders machen solltest. Wie einfach lesbar dein Text ist, wird dieses Plugin auch analysieren. Ja, ein Pflicht-Plugin, muss man einfach sagen. So, nächstes Plugin, Kontaktform 7. Ja, viele Leute wollen natürlich brauchen ein Kontaktformular auf ihrer Website, wo eben zum Beispiel Kunden sie kontaktieren können. Und dafür ist Kontaktform 7 im Normalfall die erste Wahl.
Wenn du das Plugin installiert hast, findest du hier den Punkt Formulare und dort kannst du ein Kontaktformular erstellen. Da ist immer schon automatisch eins vordefiniert, nämlich das berühmte Kontaktformular 1. Und wenn du da auf Bearbeiten draufklickst oder eben hier auf Neu hinzufügen draufklickst und einfach ein neues erstellst, ja, kannst du, wie gesagt, hier ganz einfach ein Kontaktformular erstellen. Da gibt es viele Einstellungen. Ich habe auch mal ein Tutorial-Video auf diesem Kanal hier gemacht zu Contactform 7. Und zu jedem Kontaktformular, das du erstellt hast, hast du einen Shortcode. Den kannst du einfach kopieren. Dann zum Beispiel eine neue Seite erstellen, sag ich mal. Eine neue Seite erstellen und den Shortcode dann auf diese Seite einfügen. Ja, da können wir irgendwie die Seite Kontakt nennen. Ja, Kontakt. Jetzt. So, Vorschau. Mann. Oh, jetzt kommt hier erstmal hier unsere tolle Werbung. Und jetzt haben wir hier ganz einfach unser Kontaktformular, wo der Nutzer uns kontaktieren könnte, seinen Namen, seine E-Mail, an den Betreff und eben seine Nachricht eingeben kann und uns dann seine Nachricht schicken kann. Tja, schöne Sache, oder? Genau, ja, Contactform 7, cooles Teil, kann man auch mega anpassen, die Kontaktformulare, kann ich auch nur empfehlen. Jetzt WP Limit Login Attempts, dieses Plugin habe ich jetzt schon aktiviert, da kannst du ja im Endeffekt eigentlich keine Einstellung vornehmen, unter Einstellung WP Limit Login, weil du bräuchtest halt dann die Pro-Variante, um noch mehr Einstellungen vornehmen zu können. Nichtsdestotrotz auch so die normale Funktion tut schon. Was bringt dir denn eigentlich dieses Plugin, fragst du dich gerade? Ganz einfach, und zwar, wenn sich zum Beispiel ein Hacker, also das hilft dir für die Sicherheit einer WordPress-Website, das macht deine Seite sicherer, denn wenn jetzt ein Hacker sich bei deiner WordPress-Website einloggen will, okay, ich bin jetzt ein Hacker, möchte mich einloggen, ich habe schon einige Videos gedreht, dann passiert das manchmal, ja, genau, dann kommt als erstes mal das, wenn sich jemand einloggen will, also das ist so ein Schutz gegen Roboter, die sich bei dir einloggen wollen. Dieses Capture, ja, da klicke ich jetzt auf Submit und erst dann kann ich mich anmelden. Und wenn sich jetzt hier jemand anmelden will, keine Ahnung, der weiß nicht deinen Benutzername und der weiß auch nicht dein Passwort. So, aber ein Hacker kann ja im Endeffekt so oft ausprobieren, wie er will, bis er da reinkommt bei deiner Seite, ja. Aber dank diesem Plugin eben nicht, weil wenn er jetzt hier anmelden klickt und es falsch war, wie bei mir jetzt gerade, dann hat er nur noch 5 weitere Versuche. Ohne dieses Plugin hätte er so viele Versuche, wie er haben, ja, wie er eben will, sag ich mal. Zur Website-Sicherheit habe ich dir auch noch ein weiteres Video hier auf diesem Kanal gedreht. Also, so und jetzt, Freunde, jetzt kommt mein absoluter Favorit, mein Lieblings-Plugin. Ich habe hier extra, ne, wir gehen mal kurz drauf auf dieses Plugin. Ey, Freunde, dieses Teil, ich liebe es einfach, weil du damit so geile Seiten erstellen kannst, wie mit sonst fast keinem, also ich kenne kein besseres, muss ich sagen, oder keins, das ich mehr mag. Und zwar dem Thrive Architect, ja. Dieses Plugin hat es sowas von in sich, damit kannst du, das ist ein Page-Builder, da kannst du deine Seiten so individuell erstellen, wie du willst, ja. Ich zeig's dir am besten gleich mal kurz live. Ey, Freunde, du merkst selber, ich bin so begeistert davon. Ich benutze es auf fast jeder Seite von mir. Ja, ich bin jetzt mal gerade in diesen Thrive Architect rein, ich habe ihn hier jetzt schon aktiviert auf der Seite. Und da kannst du im Endeffekt, ne, wir können jetzt hier auch mal eine ganz neue Seite machen. Eine leere Seite nehmen wir jetzt mal. Ja. Und da kannst du deine Seite so gestalten, wie du sie haben willst. Du kannst jetzt hier Sachen hinziehen, wie du sie willst. Du kannst jetzt hier zum Beispiel, was weiß ich, du schnappst jetzt hier einen Button. Ja. Den kannst du so designen, wie du willst. Du kannst so unendlich viele Einstellungen dran vornehmen. Das ist verrückt einfach nur. Ich will nicht hier übertreiben oder so wirken, wie wenn es übertrieben wäre. Das ist einfach mein voller Ernst. Du kannst die Buttongröße so haben, wie du willst. Du kannst, was weiß ich, du kannst alles machen mit dem Teil. Du kannst hier sagen, dass nur eine Ecke irgendwie rund sein soll bei diesem Button. Ja, sieht jetzt beschissen aus, aber nur als Beispiel. Du kannst alles einstellen, also ja, fast alles. Also die Möglichkeiten sind hier nahezu unendlich, was du hier machen kannst. Ganz normalen Text kannst du natürlich auch einfügen auf deinen Seiten. Du kannst halt, das bringt vor allem, wenn du Verkaufsseiten erstellen willst, bringt dieses Plugin dir mega, Thrive Architect oder E-Mail-Eintrageseiten. Wir können auch mal kurz eine Vorlage wählen. Ich habe dir das Ganze auch unten verlinkt. So, genau, hier, du kannst echt unendlich viele Sachen machen. Also wir können hier auch mal einfach eine Vorlage nehmen. Keine Ahnung, wir wollen irgendwie eine E-Mail-Eintragungsseite. Schnappen wir uns einfach mal die.
dann hätten wir jetzt hier schon mal, ja, direkt eine Vorlage, wo wir einfach nur noch unseren Text anpassen müssten. Genau, und da könntest du das Ganze jetzt anpassen. Du kannst im Endeffekt alles erstellen, so wie du es haben willst. Wir haben auch unsere Seite wperfolg.de, ja. Kannst du auch mal gerne vorbeischauen. Wenn du noch mehr WordPress-Erfolg haben willst, sag ich mal, haben wir zum Beispiel die Startseite, ist auch mit dem Thrive Architect erstellt. Ja, ich erstelle die meisten, also eigentlich fast jede Verkaufsseite oder Opt-in-Seite oder so auch manchmal die Startseiten wie jetzt hier mit dem Thrive Architect, weil du kannst einfach alles damit machen, fast alles. Vielleicht, also wenn du willst, kannst du auch mal gerne in die Kommentare schreiben, dass ich dazu mal ein Tutorial mache zum Thrive Architect. Der hat es einfach in sich. Ich habe ihn jetzt aber gut genug gelobt. Wie gesagt, das war jetzt aber hier nochmal das +1-Plugin, ne, von den 10 plus 1 Plugins. Ich hoffe, dir hat das Video jetzt gefallen. Jetzt mal ganz wichtig an dieser Stelle. Welches Plugin fandest du am hilfreichsten? Schreib das mal in die Kommentare. Bitte setz auch das um, was ich jetzt hier gezeigt habe. Wenn du ein paar Plugins cool fandest oder gedacht hast, hey, die will ich unbedingt auf meiner Seite haben, mach das jetzt. Installiere die jetzt auf deiner Seite. Wenn du sie jetzt nicht machst, machst du es wahrscheinlich nie. Mir ist wichtig, dass du es umsetzt. Deshalb mache ich auch diese Videos hier, ne? Wenn sie nur jemand anschaut und dann nicht umsetzt, bringt das halt recht wenig. Deshalb setzt das jetzt um. Wir beide sehen uns im weiteren Video und jetzt auf der Endcard. Hau rein! Like jetzt das Video, wenn es dir geholfen hat und teile es mit deinen Freunden. Abonniere jetzt unseren Kanal für bessere Websites, viele Besucher und mehr WordPress-Erfolg. Stelle zudem sicher, dass du dir dein Gratis-Geschenk geholt hast. Links unten findest du ein weiteres spannendes Video. Rechts unten gibt es unser neuestes Video. Wir beide sehen uns gleich im nächsten Video. Ich wünsche dir maximalen WordPress-Erfolg.